Herzlich willkommen zu Defner und Chapitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, Dietmar Defner. Mein Name ist Chapitz, Holger Chapitz. Der Weltwirtschaftspodcast wird Ihnen präsentiert von HRS, das Hotelportal für Geschäftsreisende. Mit HRS finden Sie neben dem richtigen Businesshotel auch die passenden Services. Zusätzlich buchen Sie als angemeldeter MyHRS-Kunde Hotels bis zu 30% günstiger mit dem Business-Tarif, sammeln bei jeder Übernachtung Meilen oder Punkte und können von weiteren Services profitieren. Episode Nummer 24, lieber Defner. Und wir haben Oktober und nicht nur die Blätter fallen, sondern auch die Börsen tun das. Vor allem Technologiewerte. Dow minus 5, DAX minus 5, Nasdaq minus 6 und der FANG-Index, der diese wunderbaren Aktien Facebook, Amazon, Netflix und Google enthält, minus 7%. Gönnen wir dem Bären diesen Jubel, den Triumph. Ich muss wirklich eingestehen, okay, ich hätte nicht gedacht, dass es so heftig kommt jetzt im Oktober nochmal. Ich hatte ja auf die Herbstrallye gesetzt, aber aus der Herbstrallye ist so ein kleiner Crash geworden, muss man sagen. Das fühlte sich wirklich an letzte Woche wie ein Crash und ging rasant abwärts und dann ist Ausverkauf an den Börsen und da kriegst du noch einen Push-Artikel vom Chapitz auf dein Handy. Da weißt du, es ist einfach Crash angesagt. Turbulenzen an den Börsen, droht jetzt der Crash, schreibt der Chapitz. Und vor allem, was mir sehr gut gefallen hat, hier schreibt er dann, allein amerikanische Aktien und zumal Technologiewerte konnten dieses Jahr noch nennenswerte Gewinne verbuchen. Damit scheint es jetzt vorbei. Diese Woche merken plötzlich alle, der Kaiser ist nackt. Ja, der Kaiser ist nackt. Du hast es falsch verstanden, lieber Defner. Ein Andersen-Märchen, ne? Nein. Des Kaisers neue Kleider. Ja, Christian Andersen. In dem Kaiser sozusagen Luftnummern als Kleider aufgeschwatzt werden. Also trägt dort überhaupt keine Kleider. Und Chapitz suggeriert in diesem Artikel, es sind alles Luftnummern an den Börsen, es sind Blasen, Defner, es gibt überhaupt keine Substanz und sozusagen alles nur heiße Luft da an den überhaupt Börsen. Überhaupt nicht. Was wir damit, was wir damit sagen wollten. Nein, wir wollten was ganz anderes sagen. Dass nämlich allein Amerika noch im Plus war. Wenn du jetzt nämlich mal genau guckst, dann siehst du, der DAX ist dieses Jahr minus 10% und 50% der europäischen Aktien sind im Bärenmarkt, sprich sind 20% oder mehr im Minus. Und das meine ich mit der Kaiser hat kein... Jetzt merken die Leute, oh, es handelt sich gar nicht mehr um diesen wunderbaren Aufschwung. Auf jeden Fall müssen wir drüber reden. Aber der Kaiser ist nackt heißt natürlich, es ist alles nur Luft und es ist alles nur Betrug, ja? Also nein. Du kannst vielleicht sagen, der Goldesel spuckt nicht mehr so viele Dukaten. Das wäre vielleicht ein Märchenvergleich. Ich bin der Bär, der Pessimist oder der Realist. Der ganz tief in die Kiste greift. Da braucht man sich nur wundern, wenn die Leute kein Aktienvertrauen entwickeln in Deutschland. Aber gut, das am Rande. Aber wir werden darüber reden. Wir müssen darüber reden. Also in Zeiten des Crashes wird ein richtig fetter Crash daraus oder war es nur eine Korrektur? Das ist so die Frage, die wir uns stellen wollen. Und du wirst uns noch erklären, was man nicht machen soll jetzt. Die Frage ist immer, soll man sich absichern? Soll man Verluste begrenzen in diesen Zeiten und Gewinne laufen lassen, wenn man welche hat? Da gibt es sehr unterschiedliche Auffassungen. Auch das diskutieren wir. Meine Auffassung zu Stop-Loss-Kursen, darüber werden wir auch reden. Und wir haben natürlich wieder unsere Rubriken Bulle und Bär der Woche. Wir heben und senken die Daumen ohne große Diskussion. Und dann haben wir noch Post bekommen. Ich gucke ja immer die Post mir an. Wir hatten diese Diskussion ja um die Inflation. Da ging es ja um Löhne, ob die Löhne jetzt steigen oder fallen. Und da gab es zwei ganz unterschiedliche Zuschriften. Einer aus Dresden meint, ja, ich als IT-Spezialist kriege nur 45.000, habe schon Glück, das zu bekommen. Und andere schrieb, ich werde mit Angeboten zugeschüttet und kriege jetzt schon 75.000, obwohl ich gerade Einsteiger bin und so weiter. Auch IT? Nein, der sitzt ja nicht in Dresden, der sitzt ja nicht im Osten, der sitzt woanders und ist auch IT-Mensch. Und man sieht, wie unterschiedlich doch die Löhne in Deutschland sind. Und wenn man irgendwo anders hingeht, kann man 30.000 mehr verdienen. Das fand ich schon faszinierend. Man muss, wenn man von Dresden nach München zieht, dann auch die höheren Lebenshaltungskosten einberechnen. Und 30.000 brutto sind ja netto dann auch fast nur noch 15.000. Mhm. Und sozusagen, dann hast du 1.000 mehr im Euro, mehr im Monat. Und das hast du schnell für deine Wohnung ausgegeben, denke ich mal, als großen Unterschied. Also. Auf jeden Fall haben wir beide recht bekommen. Der eine, dass die Löhne niedrig bleiben, der andere. Also insofern fand ich das persönlich. Genau, gut. Auch eine spannende Diskussion. Ja. Gut. Aber unser Hauptthema in dieser Woche natürlich sozusagen die turbulenten
gehypten Märkte. Es waren in der Tat stürmische Wochen. Und mein Bulle der Woche geht deswegen an unsere Wettermoderatorin Susanne Schöne. Ah. Die weiß, mit Herbststürmen umzugehen. Nicht nur beim Wetter, auch beim Wetter war es ja stürmisch vereinzelt in den letzten Tagen. Nicht hierzulande, aber anderswo. Und Susanne Schöne hat also diesen stürmischen Zeiten getrotzt und endlich einen ETF-Sparplan in der letzten Woche angelegt und auch eine Einmalsumme in ETFs investiert. Ich muss zugeben, ich habe lange auf sie eingeredet. Ich erzähle ja mal gerne, dass wir hier, dass die Wirtschaftsredaktion gegenüber der Wetterredaktion sitzt und da tauscht man sich natürlich täglich aus. Und der Kollege Gregorius ist ja schon länger dabei und Georgios, ich sage immer den Namen falsch, Georgios, sitzt mir immer gegenüber. Also Georgios heißt er, ist schon länger eingestiegen und jetzt auch die Frau Schöne, unsere Wettermoderatorin, und hat sich jetzt endlich rangewagt und wie gesagt, hat sich jahrelang immer wieder mit irgendwelchen Argumenten gewehrt und zum Schluss musste auch noch das Horoskop herhalten. Anfang Oktober sagte sie, ich würde ja gerne jetzt einen ETF-Vertrag abschließen, aber mein Horoskop sagt, finanzielle Entscheidungen erst Mitte des Monats treffen. Und diesmal hatte das Horoskop wirklich recht. Sie hat jetzt eigentlich vielleicht einen optimalen Einstiegszeitpunkt erwischt. Die Märkte den sind gerade... Nein, nicht optimal, aber einen besseren als Anfang Oktober oder auf jeden zu anderen Fall. Zeiten in diesem Jahr. Ne? Und wenn man billiger einsteigt, kriegt man mehr für sein Geld und ist auf jeden Fall mutig und schlau, jetzt einzusteigen. Und auch wenn es noch weiter rappeln sollte, das kann natürlich kein Mensch ausschließen. Ich weiß es auch nicht. Letztlich, aber wenn man über einen ETF-Sparplan einsteigt, dann kauft man ja, wenn es billiger wird, umso mehr Anteile und senkt seinen Durchschnittseinstiegskurs und das ist dann eben auf lange Sicht ein interessantes Investment. Sie hat, wie von uns empfohlen, den MSCI All Country World gekauft, also alle Aktien der Alles Welt, nicht richtig alle Aktien, gemacht. Aber Aktien aus entwickelten und Entwicklungs- oder aufsteigenden Märkten in einem Korb und ist jetzt mit dabei und ja, Gratulation und der Bulle der Woche an die Kollegin Schöne. Ach, das schöne ich habe Gesicht auch ein Instagram-Foto dazu gepostet. Stimmt, das schöne Gesicht des Sparplans. Ich will ja wieder seinen Instagram hier, ja, hier posten. Ja, wir haben ja auch noch eine Instagram-Wette laufen. Also ich freue mich über Optimisten, die mir folgen mögen. Ja. Ich muss ja gestehen, ich bin jetzt ja vorne. Ja? Der Defner-Spread, den habe ich ja, der war ja zwischenzeitlich sogar bis auf 190 angestiegen und ich habe ihn auf 180 wieder runterbekommen. Ich gucke mir jetzt ja regelmäßig an, wie Instagram funktioniert. Ich bin ja bei Twitter groß und jetzt bei Instagram, es ist wirklich nur ein Jahrmarkt der Eitelkeiten, Defner. Da sind die Leute mit Licht, hallo, Mädelsabend. Und keine einzige Information bekommt man da, außer vielleicht, dass man sieht, der ist mal wieder da, der ist mal wieder da oder der zeigt mir sein schönes Leben hier oder da. Du willst dich jetzt bloß rausreden, dass du hinter mir bist. Es hat alles eine Ästhetik, es hat alles eine bestimmte Ästhetik und alle Fotos, Leute müssen sich schön anziehen und gut aussehen und sonst wie. Also ich muss gestehen, ich habe da Probleme. Du hast extra deinen Fahrradhelm aufgesetzt und hat jetzt ein Fahrradvideo gepostet, genau. in dem ich auch eine kleine Rolle spiele. Ich gehe so im Hintergrund wie Alfred Hitchcock durch die Szene. Das hat übrigens einer haben wir für unseren Trailer gedreht. So ist es und das hat ein Follower sogar mitbekommen. Ist das der Defner, fragte mich. Ich so, ja, das ist der Defner. Also genau. Du siehst, die Leute gucken sich das genau an. Also der Spread liegt jetzt bei 180 und ich muss was dran tun, dass es ja kleiner wird. Okay. Aber wir haben jetzt übrigens du hast einen Bullen oder einen Bären? Vielleicht zum Sparplan. Ja, wir haben zum Kollegen. Ach so. Der macht das jetzt auch. Wir haben nämlich das männliche Pendant, auch ein gut aussehender junger Mensch, 24. Der wird das machen und wird das sogar filmen, wie er seinen Sparplan macht. Cool. Und das kann man dann diese Woche oder nächste Woche bei Welt.de sich angucken, wie der Kollege Moritz Seifert seinen Sparplan abschließt. Ja. Sparplan, verdammt. Und vielleicht muss man nochmal diesen Durchschnittskosteneffekt den Leuten erklären. Also es ist ja so, dass man pro Monat einen festen Betrag spart. Nehmen wir an, 50 Euro. Und wenn jetzt der Index tiefer liegt, dann kriegt man halt für die 50 Euro mehr Index. Das ist dieser Durchschnittskosteneffekt. Genau. Und wenn es nach oben geht, kriegt man halt weniger, fühlt sich aber reich. Insofern ist man in beiden Fällen der Genauso, Gewinner. Wenn man immer für 50 Euro tankt, wenn das Benzin günstiger ist, kriegt man einfach mehr Benzin fürs gleiche Geld und eben dann die Durchschnittskosten, Einstiegskosten sind dann eben niedriger als normalerweise. Und das ist ein smarter Automatismus und vor allem man schaltet einfach seine Gefühle aus, die einen in solchen Zeiten dann wieder hindern würden, zu kaufen, weil man sagt, oh Gott, Herbststürme an den Börsen, Chapitz schreibt vom großen Crash. Das Horoskop schreibt, ich soll nichts machen. Der Kaiser hat keine Kleider an. Da würde man sich sehr, sehr schwer tun, dann aktiv zu kaufen und der Sparplan erledigt das dann für einen. Genau. Ja, und mehr dazu
Und immer es, noch es in unseren ETF-Spezial, so bevor wir jetzt alles nochmal erzählen, das kann man sich ja jederzeit wieder anhören, das ist ja in unserer Podcast-Reihe auch vorrätig. Aber interessanterweise gab es eine Option, dass man es dynamisiert. Also wenn man ein junger Mensch ist und glaubt, dass man den großen Aufstieg hat, kann man es auch dynamisieren, dann wird automatisch der Betrag nach oben angepasst. Aber das kann man ja auch manuell wie immer wieder das anpassen. Das kann man auch machen, das Gute, ganz so, genau. Ist ja nicht wie eine Lebensversicherung, wo man sich dann immer festlegt und dann schwer wieder rauskommt, sondern beim ETF-Sparplan kommt man ja auch wieder raus, wenn man jetzt sagt, ich will eine Wohnung kaufen oder was auch immer, kein Problem. Und wenn man mehr einzahlen oder weniger einzahlen will oder einfach mal stoppen will, wenn man sagt, okay, jetzt habe ich ein halbes Jahr ein bisschen Flaute in der Kasse, ist das auch kein Problem. Also viele, viele Vorteile, die es da gibt. Wunderschön. So, du kommst. Das war dein Bär, Bulle oder Bär? Bulle. Ich komme immer mit einem Bär, weil das passt eigentlich ganz gut. Weil, zu dir als Bär? Hm? Oh, als Bär, hm. Genau. Und das passt auch gut zum Thema, weil mein Bär der Woche sind aktiv gemanagte Fonds. Ah, genau. Das ist das Gegenteil von ETFs, nämlich aktiv gemanagte Fonds. Da gibt es einen Fondsmanager, der durch die geschickte Auswahl der Aktien den Markt schlagen will. Also er versucht halt irgendwie beispielsweise die eine Aktie überzugewichten, die andere unter und dann besser als der DAX zu sein oder der MSCI World oder was auch immer. Und jetzt gab es eine aktuelle Studie in der vergangenen Woche und die hat gezeigt, dass das so nicht funktioniert. Die meisten Manager bleiben hinter dem Markt zurück und gerade bei den weltweit anlegenden Fonds ist die Statistik wahnsinnig schlecht. Und zwar, wenn man mal auf Sicht von 10 Jahren schaut, schafft es 99% der Fondsmanager nicht, den Markt zu schlagen. Ich glaube, das muss man wirklich nochmal wiederholen. 99%. Das ist wirklich, das ist unglaublich. Also wer da noch einen aktiven Fonds kauft, den 1% meint zu bekommen, das ist fast nicht machbar. Wenn man deutsche Aktien sieht, da ist es die Statistik ein bisschen besser, da ist es 80% nur, die es auf 10 Jahre Sicht nicht schaffen. Aber trotzdem, es ist wirklich zum Haare raufen. Ja, also insofern, absolut. Und dann sind sie auch noch teurer. Und der Grund, warum die meisten es nicht schaffen, liegt einfach daran, dass Märkte meistens effizient sind und alle Informationen eingepreist sind. Und wer da glaubt, klüger als der Markt zu sein, der ist entweder einer Hybris anheimgefallen oder ich weiß es nicht. Also da muss man wirklich schon ein Genie sein, um das zu schaffen. Aber das ist nicht der einzige Grund. Der andere Grund ist auch, viele Manager sind einfach zu feige, auch wirkliche Wetten einzugehen. Also viele gucken sich den Index an, den sie abbilden, bilden ihn so ein bisschen nach, machen vielleicht eine kleine Übergewichtung hier oder eine kleine Untergewichtung da, haben aber die Kosten dahinter. Und dann hast du keine Chance, wenn du Kosten von jährlich 2% ungefähr hast, den Index noch zu schaffen. Und deswegen sind die meisten sogar schlecht gemanagte aktive Fonds. Und das ist ein Grund dafür. Und deswegen würde ich sagen, mein Bär der Woche, aktiv gemanagte Fonds. Ich muss applaudieren. Ja, applaudiert. Das ist gut. Auf offener Szene. Und es gibt ja, und das ist das zweite Problem, vielleicht das noch hinten dran, es gibt Fonds, die schaffen es, nämlich deutsche Fonds. Aber dann ist es manchmal so, dass der Fondsmanager wechselt. Es gibt beispielsweise von der DWS oder Deutsche Asset Management, wie er heißt, DWS Aktienstrategie Deutschland. Der hat es geschafft, über eine lange Frist konsistent den Markt zu schlagen. Aber der Fondsmanager Tim Albrecht, der wechselt jetzt. Und jetzt weiß ich nicht als Anleger, wenn ich jetzt diesen Fonds habe, ob der auch weiterhin eine Outperformance mit einem neuen Fondsmanager schafft. Insofern, selbst wenn ich mal den Fondsmanager gefunden habe, dann heißt es nicht, dass der mir für alle Zeit eine Outperformance garantiert. Und deswegen sollte man besser einen ETF kaufen. In der Tat, weil der vor allem auch viel günstiger ist. Ne? So ein Fonds kostet ja als Verkaufsgebühr, als Ausgabeaufschlag 5%, den die Bank da verlangt und dann jährliche Managementgebühren von etwa 1,5% und ETF kostet einen Bruchteil dessen. Ich habe auch letztes Jahr, ich habe ein paar aktiv gemanagte leider auch, aber in den Zeiten, in denen ich hier abgeschlossen habe, gab es noch nicht so viele ETFs und ich habe eine Lebensversicherung, die dann eben einen Sparanteil in einem aktiven Fonds anlegt, dem legendären Templeton Growth Fund. Das war wirklich ein Klassiker früher und der war immer so das Nonplusultra. Und der hat letztes Jahr irgendwie so knapp über 0% Rendite gemacht, wo wirklich, sagen wir, die ganze Flut weltweit gestiegen ist. Der DAX, glaube ich, 9% gemacht hat und die Amerikaner noch mehr und eigentlich alle Aktienmärkte. Ich weiß gar nicht, wie man da nicht mitsteigen kann als Fonds. Also das ist mir wirklich unerklärlich. Aber ja. Ja, ich habe auch einen Riester-Sparplan mit einem, da muss man ja auch ist ja nochmal was anderes. Nee, Riester Sparbeit auch mit einem aktiv gemanagten Fonds und auch der ist leider hinter dem Markt zurück. Aber was das Frustrierende ist, selbst Schwellenländerfonds, wo man ja denken könnte, Schwellenländer sind nicht so gut beobachtet, da müsste man ja eigentlich gewisse Ineffizienzen sehen und den Markt outperformen können. Selbst da schaffen es nur 98% der Fondsmanager auf 10 Jahre Sicht nicht. Das ist krass. Also diese Daten sind einfach so krass. Es ist frustrierend. Also deswegen sind wir richtig mit unseren ETF-Empfehlungen und es bestätigt sich einmal mehr und Frau Schöne ist auf einem
schönen Weg. Auf einen schönen Weg. Den genau. Sturm zu trotzen. Ja? Sehr schön. Und jetzt kommt dein Bär. Bär der Woche. Ja? Was hast du als Bär? Ich habe letzte Woche schon hier den Diesel, was heißt ich, angezählt, aber nochmal klar meine Meinung dazu gesagt, dass der Diesel für mich ein Untoter ist, der ja noch künstlich am Leben gehalten wird. Du meinst ein Zombie. Ein Zombie, ja. Fahren Sie vielleicht einen Zombiewagen? Ich merke schon, der Dieter. Der Diesel. Da legen wir heute nochmal nach. Von Diesel zu Dies. Das ist der VW-Chef, ja. Nomen ist Omen. Der hat nochmal versucht, in der Süddeutschen Zeitung in einem Interview den Diesel zu verteidigen. Sozusagen, er wettert nicht nur den Diesel, sondern überhaupt den Verbrennungsmotor. Da ging es jetzt auch eher um die CO2-Debatte. Da ist ja der Diesel jetzt nicht kein großer Sünder, aber andere Verbrennungsmotoren. Und es ging sozusagen um den Beschluss der EU-Staaten, dass jetzt Neuwagen im Jahr 2030 im Schnitt 35% weniger CO2 ausstoßen sollen als 2020. Und dann hat Dies gewettert, die Wahrheit sei ja, sie stellen nicht auf Elektro um, wenn man jetzt zum Beispiel einen Elektromotor kaufen würde, sondern auf Kohlebetrieb. Ja, weil die Produktion einer Batterie mit Kohlestrom entstünde, dabei entstünden 5 Tonnen Kohlendioxid. Und wenn sie dann noch mit Kohlestrom fahren, wird E-Mobilität wirklich zum Wahnsinn. Ja, und da versucht halt wieder ein Dinosaurier sozusagen mit anderen Dinosauriern sozusagen zu argumentieren und zu sagen, ja, solange man mit Kohlestrom fährt, macht Elektroauto ja keinen Sinn. Aber natürlich braucht man auch da einen Wandel der Energieträger, das ist ja ganz klar. Aber es ist halt so eine fadenscheinige Ausrede des Herrn Dies, weil man einfach im Elektrobereich hinterher ist. Und dann kommt natürlich wieder mal die große Arbeitsplatzkeule. Er warnt davor, wenn sozusagen das Ziel 40% der Neuwagen im Jahr 2030 wären, die sozusagen weniger CO2 ausstoßen sollten, dann müsste über die Hälfte der Autos rein elektrisch fahren, sagt er. Und ein Wandel in dem Tempo, der sei kaum zu managen, warnte er. Binnen 10 Jahren müssten dann ein Viertel der Jobs bei VW entfallen. Aus seiner Sicht wird der Diesel auch in 10 Jahren noch gebraucht, schiebt er dann noch nach. Also wie gesagt, ist es so ein Dinosaurier, der sagt, wir haben es bisher alles richtig gemacht und verteidigt diesen Wandel. Und übrigens der Autoprofessor Dudenhöfer, der sagt, das Gegenteil sei der Fall. Wenn die Vorgaben zu lasch wären, dann hätten wir das Risiko, dass wir 200.000 Jobs verlieren, weil man den Wandel dann noch zu lange verschläft. Und das ist eben mal wieder so typisch für die deutsche Autoindustrie, die nicht rechtzeitig hier auf den Elektroantrieb umgestellt haben und einfach hinterherhinken. Anderes Beispiel: Tesla, eines meiner Lieblingsunternehmen, ja, schon mal erwähnt hier im Podcast, weiß ich nicht. Aber die haben tatsächlich auf dem Heimatmarkt in den USA im dritten Quartal knapp 70.000 Autos insgesamt verkauft und damit erstmals Mercedes-Benz überholt in einem Quartal. Die haben nämlich nur 66.500 verkauft. Und das, nachdem sie erst 8 Jahre sozusagen aktiv am Markt sind und damit sozusagen den Erfinder des Automobils mit seiner 132-jährigen Geschichte Mercedes-Benz überholt haben. So schnell kann es gehen, dass ein Dinosaurier überholt wird und dann möglicherweise auch vom Aussterben bedroht ist. Der Däffner schafft es, in seinen Bären noch einen Bullen einzubauen. Ja. Wunderbar! Also um es nochmal zusammenzufassen, für alle, die jetzt nicht ganz mitgekommen sind, den Bären hat er dies bekommen, genau. Und den Bullen eigentlich, den zweiten Bullen, der Tesla-Mann. Ja, so. Ach, wunderbar. Ja, Tesla muss natürlich auch einmal erwähnt werden. Ich muss nämlich sagen, eine Sache, die mir in dem Interview gefallen hat, es war natürlich unterirdisch, dieses Interview. Vor allem sich sagen mit dem Kohlestrom, da guckt man sich nur die Versorger an, da sieht man, was ihm blüht, wenn er da nicht rechtzeitig umschaltet. Das nur zum einen. Aber er hat immerhin in einer Sache war er relativ klar. Er hat gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass Deutschland noch in den nächsten Jahren eine der führenden Autonationen ist, hat er 50% nur beziffert. Und das fand ich schon, das ist dann schon wiederum eine gewisse Einsicht. Aber dann nicht die Einsicht daraus zu gewinnen, man muss was tun, damit man wirklich die 50% ein bisschen höher erhöht. Das fand ich dann wieder frustrierend. Also insofern toller Bär. Also wie letzte Woche schon in Diesel, diese Woche der Diesel. Da lagen wir ganz gut mit dem Diesel. Haben wir noch, unbedingt. Sind, nachdem dann auch Berlin Fahrverbote ausgesprochen hat. Also wirklich, der Däffner hat's gewusst. Also wenn der Diesel glaubt, 10 Jahre gibt's, braucht man den Diesel noch. Vielleicht irgendwo in der Wüste, keine Ahnung. Aber nicht Wüste, das ist mein Stichwort. Wüste ist mein Stichwort. Was für eine Überleitung. Ich sollte Moderator werden. Ne? Ich wusste es aber nicht. Ja? Wieso, was hast du denn? Es geht um meinen Bullen der Wochen. Das geht jetzt nicht um die Wüste, nicht die Wüste ist der Bulle der Woche, sondern mein Bulle der Woche geht an Wall Street Manager, an JP Morgan Chef Jamie Dimon, BlackRock Chef Larry Fink und Blackstone Chef Stephen Schwarzman. Die haben nämlich ihre Teilnahme an der Wirtschaftskonferenz Future Investment Initiative
abgesagt. Das ist eine, ein Forum in der Wüste, wo die Saudis... Ach, jetzt kommt Wüste. Ich habe gedacht, genau, bleibt in der Wüste. Ja, da ist die Wüste. Das ist so ein Wirtschaftsforum. Die Saudis wollen ja ihre Ökonomie umstellen. Da gibt es diese Vision 2030, die der Kronprinz Salman ausgesprochen hat. Und dann gibt es einmal im Jahr diese wunderbare Konferenz seit letztem Jahr. Gibt's die. Und dann kommen alle zusammen und dann erzählen sie alle, wie dann eine neue Stadt entsteht in der Wüste, wie das alles klimaneutral ist, wie sie von da aus dann zum Mond fliegen und was auch immer. Und dieses Jahr... Mit solchen Visionen kannst du ja nicht so viel anfangen. Ja. Nein, mit solchen, doch. Ich kann damit was anfangen, wenn sie denn eine gewisse, nicht nur heiße Luft sind, sondern okay, was dahinter steckt. Und in diesem Jahr haben eben diese Wall Street Manager abgesagt, diese Investmentkonferenz, weil es geht um Saudi-Arabien, ist ja in den Schlagzeilen, weil die Wirtschaftslenker nicht mit Saudi-Arabien mehr sich so zusammenfinden. Was ist der Hintergrund? Der Hintergrund ist... die Causa Jamal Khashoggi, das ist der saudische Journalist, ganz berühmter Journalist, der in den USA ins Exil gegangen ist und da weiter geschrieben hat. Und der wollte sich Anfang Oktober in Istanbul, in der saudischen Konsulat, wollte sich da seine Scheidungsurkunde abholen, damit er neu heiraten kann, und ist da nie wieder rausgekommen aus diesem Konsulat. Und daraus ist jetzt eine Art Staatsaffäre geschehen, weil wahrscheinlich ist er da ermordet worden. Das ist zumindest die Mutmaßung. Das alles weist darauf hin, dass es passiert. Und nun haben wir das Problem, dass die Saudis, die immer sich hingestellt haben, wir sind eine neue Ökonomie und wir reformieren das Land und machen alles. Jetzt sieht man, dass politisch gesehen das Land nicht so doll dasteht, und viele Wirtschaftslenker wollen sich mit diesem Regime, die unliebsame Journalisten möglicherweise umgebracht haben, nicht sehen lassen. Und deswegen fahren die ja nicht hin. Was man sagen muss, keiner hat ja bisher gedacht, dass die Saudis ein lupenreine Demokratie sind. Man wusste ja von den Frauenaktivisten, die da in hinter Gittern sind. Man wusste auch, dass die Saudis auf der Liste der Länder, die die meisten vollstreckten Todesstrafen haben, auf Platz 3 stehen. Aber dieser eine Journalist, der hat so ein bisschen, das war so ein bisschen der Tipping Point, wie man so schön sagt, wo dann alle Leute gesagt haben, oh, Moment mal, da müssen wir aufpassen. Und vielleicht erinnert sich, es gab ja auch in der Flüchtlingskrise so einen Tipping Point, als dieser syrische Junge, dieser Dreijährige, der mit dem roten T-Shirt da am Strand lag. Und auf alle haben die gesehen und sagten, oh, das war auch da der Tipping Point. Solche Bilder. Also oft sind es Bilder, in dem Fall hat man jetzt kein Bild davon, aber trotzdem ist es natürlich eine krasse Geschichte. Ja. Das ist eine krasse Geschichte. Und jetzt sagen alle so, oh, Moment mal, was machen denn die Saudis da? Und du könntest passieren, dass die Amerikaner mit den Saudis in Konflikt geraten. Das ist jetzt natürlich ein ganz, ganz großes Problem, was auch die Märkte nervös gemacht hat. Ganz genau. Muss man ja sagen, weil natürlich die Saudis sind die letzten Verbündeten der Amerikaner in dieser Region. Und wo sie sich gerade mit dem Iran so anlegen und die Sanktionen ausrufen, brauchen sie eigentlich die Saudis vor allem auch für den Ölpreis. Ne? Also für den Ölpreis ist natürlich auch, da haben wir ja auch den Wetter laufen. Das ist auch ein Problem, ganz genau. Hat auch den Ölpreis getrieben teilweise, weil die Saudis möglicherweise, wenn sie sich wirklich mit den USA dann anlegen sollten. Das weiß man halt nicht. Man weiß es nicht. Nur was interessant halt also ist. Trump hat ja wieder ein bisschen zurückgerudert. Aber auch wieder, es geht hin und her. Auf jeden Fall, was man aber sieht und warum ich meinen Bullen der Woche an diese Wall Street Manager gebe, dass die Manager einfach vorangehen und sagen, mit dem wollen wir nichts mehr zu tun haben. Und das ist insofern auch bemerkenswert, als dass sie mit den Saudis gute Geschäfte gemacht haben. Alleine die Banken haben 250 Millionen an Provisionen mit dem Verkauf von Anleihen, mit der Beratung, wie auch immer, in Saudi-Arabien verdient. Und du darfst nicht vergessen, es gibt ja demnächst diesen ganz großen Börsengang, Saudi Aramco, der 2 Billionen Dollar schwer sein will. Und wer den an die Börse bringt, der kann auf Provisionen hoffen, noch und nöcher. Und wenn dann die Manager sagen, nee, wir ziehen uns da zurück, dann finde ich, ist das Bulle der Woche für mich. Jawohl. Also auf jeden Fall ist ein spannendes Thema. Spannendes Thema. Und das ist auch für deine Tesla nicht ganz uninteressant, weil auch bei Tesla sind die Großaktionäre. Aber es sind jetzt zum Glück nicht diejenigen, die 420 Dollar auf den Tisch legen müssen, um Tesla von der Börse zu nehmen. Ne? Aber trotzdem ist es ein Geschäftsrisiko geworden, wenn du auf einmal saudische Investoren hast. Aber die sind jetzt nicht hast. So hoch beteiligt. Nein, bei da hast Tesla. Du recht. Also, aber bei Uber beispielsweise, da sind sie bei Softbank, haben sie diesen großen Fonds. Und wenn Uber sagt, doing the right thing ist unser Motto, und dann auf einmal hast du auf der anderen Seite saudische Eigentümer, das ist problematisch. Aber auf der anderen Seite, ich meine, Katar ist genauso problematisch und alle nehmen dann doch immer gerne das Geld aus Katar, auch deutsche Firmen. Aber vielleicht ist das jetzt vorbei. Vielleicht ist das jetzt vorbei. Also die Exporte von Deutschland nach Saudi-Arabien sind zurückgegangen. Ich habe mal geguckt, die waren mal bei 10 Milliarden pro Jahr. Jetzt sind sie nur noch bei 6, irgendwas. Auf jeden Fall ein weiteres geopolitisches Risiko in diesem großen Konzert von geopolitischen Risiken, die in diesem Jahr die Börse dann eben auch sozusagen nicht nur deckeln, sondern sozusagen deutlich ins Minus drücken. Und das kam jetzt
jetzt quasi zu allem Überfluss dann dazu. Auch noch dazu für die Märkte. Also die Märkte müssen schon sehr, sehr viel verarbeiten. Nehmerqualitäten haben. Ja, Nehmerqualitäten. Ja, Nehmerqualitäten. Ja, und die haben sie. Da kommen wir zu unserem Thema. Das ist ja mein ersten Thema. Genau. Also da geht es um die Kursturbulenzen. Und da sind ja eigentlich jahrelang sind die Kurse eigentlich fast nur gestiegen. Und eine ganze Generation kannte eigentlich nichts als Aufschwung. Und die US-Märkte erleben gerade den längsten Aufschwung ihrer Geschichte. Es ist nicht der stärkste, zugegeben, aber es ist einer der längsten Aufschwünge in der Geschichte. Also ein Aufschwung, wo es nicht mal einen Einbruch um 20% gab. Und das ist seit 2009 der Fall. Und so einen langen Aufschwung gab es noch nie. Und jetzt gab es in der vergangenen Woche diesen Einbruch um mehr als 5%. Und jetzt ist halt die Frage, ist es jetzt ein Regimewechsel? Also ist jetzt dieser bedenkenlose Aufschwung vorbei oder ist es nicht? Und ich argumentiere, dass für mich der bedenkenlose Aufschwung vorbei ist, dass ein gewisser Regimewechsel stattgefunden hat und will natürlich hier dem. Aber was ist der bedenkenlose Aufschwung? Der bedenkenlose Aufschwung ist, du hast relativ niedrige Volatilität. Immer wenn es runterging, kamen die Bullen wieder der und haben gesagt, Kaufgelegenheit. Also jeder kleine Einbruch war eine Kaufgelegenheit. Und diese Idee, die ist meines Erachtens jetzt vorbei. Und was sind die zwei Punkte, die dafür sprechen? Meines Erachtens sind einmal steigende Zinsen und einmal ein Wachstum, was seinen Höhepunkt gesehen hat, also schwächeres Wachstum. Wenn du jetzt beispielsweise höhere Zinsen hast, in Amerika haben wir die 10-Jährige jetzt bei weit über 3%. Und da siehst du halt, wenn die Anleihen über 3% sind, werden sie halt zur Konkurrenz für Aktien auch. Und wenn du jetzt mal überlegst, auf die 3% musst du noch einen Risikoaufschlag von 3% drauf machen, dann hast du 6%, die Aktien abwerfen müssen. Das ist ein KGV, 100 durch diese 6 von 16. Und die amerikanischen Aktien haben ein höheres KGV als 16. Also du siehst, von der Bewertungsseite kommen die jetzt in Probleme rein. Und gerade Tech-Werte, die ja in der Zukunft ihre Gewinne erst haben, die leiden natürlich besonders, wenn die Zinsen höher sind, weil dann natürlich zukünftige Gewinne bei höheren Zinsen heute weniger wert sind. Und deswegen sind Tech-Werte auch die Verlierer. Das zweite ist das nachlassende Wachstum. Und wenn du halt nachlassendes Wachstum hast, dann hast du auch nachlassende Gewinne. Und das ist einer der Treiber gewesen, das Gewinnwachstum. Und wenn das jetzt langsamer geht, dann ist es auch ein Problem. Und der aktuelle Aufschwung ist schon in die Jahre gekommen. 2019 oder 2020 könnte es zur nächsten Rezession in Amerika kommen. Und dann brechen auch die Gewinne ein. Du siehst die ersten Gewinnwarnungen schon. Daimler, Conti, LVMH hat so ein bisschen gesagt, so, oh, es könnte schwieriger werden. Und dann als dritten Punkt, und das ist ja einer meiner Lieblingspunkte, den ich schon häufiger gebracht habe, den Märkten wird so langsam der Sauerstoff abgedreht. Die amerikanische Notenbank entzieht dem Markt ja schon Liquidität und die EZB kauft seit Anfang Oktober nicht mehr für 30 Milliarden monatlich Anleihen, also schießt 30 Milliarden in den Markt, sondern nur noch 15 Milliarden. Und zum Jahresende, wenn dann die EZB das ganz einstellt, wie du ja auch ansiehst, dann wird unterm Strich den Märkten, wenn man alle Notenbankliquidität zusammenzählt, Liquidität entzogen. Und dann hast du halt da auch keinen zusätzlichen Push mehr. Und so wie die Kurse erst getrieben worden sind von dem billigen Geld, werden sie dann eben langsam nach unten getrieben. Und das alles zusammen, würde ich sagen, führt dazu, dass wir dieses alte Regime, es geht nach oben vorbei ist und dass wir die alten Höchststände, die wir jetzt gesehen haben, in diesem Jahr erstmal nicht mehr sehen werden. Okay, das ist ja mal eine klare Aussage. Ja. Weil ich meine, bedenkenloser Aufschwung, ja, ich meine, den hatten wir nun wirklich nicht in den letzten 10 Jahren, sondern wir haben ja schon öfters über die Wall of Worries gesprochen, an denen die Börse hochgeklettert ist, also die Mauer der Zweifel und Ängste. Und die gab es ja nun wirklich reichlich in den letzten 10 Jahren. Vielleicht nicht ganz so stark mehr ausgeprägt in Amerika, aber in Europa, da hatten wir die Euro-Schuldenkrise zu verarbeiten und immer wieder geopolitische Risiken. Im letzten Jahr zum Beispiel gab es die Ängste um China. Am Anfang des Jahres sind da die Exporte eingebrochen und schon hieß es, oh, China, Blase platzt und so weiter. Also eigentlich jedes halbe Jahr den Brexit nicht zu vergessen. Viele, viele andere geopolitische Risiken, die immer wieder mal, der Ukraine-Konflikt, der hat auch immer wieder für Verunsicherungen an den Märkten, auch in Amerika gesorgt, weil das sind ja heutzutage immer geopolitische Risiken, die sich dann wirklich auch weltweit dann an den Börsen niederschlagen. Man erinnert sich an viele gar nicht mehr, aber immer wieder alle halbe Jahr ist da ein Ding geplatzt und immer wieder hat es für Korrekturen an den Märkten gesorgt. Aber immer wieder hieß es einsteigen. Und das war genau der Unterschied. Ja, aber nein, aber immer wieder einsteigen immer wieder, und man hat gelernt, buy on dips. Da kann ich noch mal ein paar Chapitz-Artikel raussuchen, dann jeweils aus der Krise. Da hieß es nie einsteigen. Da steht dann wahrscheinlich immer sowas wie, der Kaiser hat keine Kleider an oder sowas. Ja? Da hat nackischer keiner Markt, Geschein der nackische, und, die nackische Börse. Immer, da schreit doch keiner einsteigen. Ich hatte letzte Woche auch wieder einen technischen Analysten, die hängen ja immer das Fähnchen in den Wind, der sagt dann, ja, oh,
jetzt kann der DAX auch noch auf 10.000 Punkte fallen. Ja? Kann er auch. Oh. Ja, das ist natürlich theoretisch möglich, aber das war ja schon eher sozusagen eine wahrscheinlichere Prognose. So, ich will nur sagen, diejenigen, die einsteigen, schreien, die sind immer, wenn es runtergeht, nicht so zu hören und sind leise und nur die ganz Mutigen trauen sich dann wirklich einzusteigen. Von wegen und deswegen glaube ich, dass es jetzt wieder eine gleiche Situation ist, dass es auch jetzt wieder eine Chance ist, Buy und Dips eben zu kaufen, wenn es günstige Angebote gibt, weil die Stürme draußen sind. Und zu den Argumenten 1, 2, 3, die hier vorgebracht wurden. 1, 2, 3. Das war ja jetzt wirklich eine lange Argumentationskette. Ja, ja, die Zinsen steigen in der Tat, aber ganz moderat und ganz vorsichtig. Nee, die 10-Jährigen sind richtig nach oben geschossen. Das ist eben nicht moderat. Sind bei 3, und da geht es um die Geschwindigkeit. Prozent, ja. Ja, die kam von 2,7 auf 3,2. Und das ist nicht moderat. Das ist halt ein Schuss. Und da geht es auch um Geschwindigkeit. Und so schnell können die Märkte sich nicht anpassen. Und dann denken alle so, Moment mal, was ist denn da jetzt passiert? Also moderat in Amerika, in Deutschland, okay, da ist die EZB noch dabei mit Geld. Also in Deutschland sind sowieso wirklich... Gut, und in Amerika ist es trotzdem immer noch im historischen Vergleich ein moderates Zinsniveau. Wir sind jetzt bei 2,2%. Wir haben in den 90ern, also wir wollen jetzt gar nicht von den inflationären Zeiten in den 80ern sprechen. 18%. Nein, aber in den 90ern sind die Zinsen angezogen und die Börse ist trotzdem angezogen und das hat die Börse überhaupt nicht gestört. Das wird jetzt mal kurz eingepreist und dann war es das auch wieder so. Und die Notenbank sagt zwar, wir können jetzt noch ein bisschen mehr die Zinsen erhöhen, aber es ist trotzdem in einem moderaten Tempo, was sie bisher vorhaben und was sie auch tun werden. Zumal, wenn dann Rezessionsgefahren dazukommen, die du ausmalst, dann würde ja die Notenbank sofort auch wieder auf die Bremse bei den Zinserhöhungen treten. Und von Rezessionsgefahren kann ja auch wirklich keine Rede sein. Ja, der IWF hat jetzt zwar seine Prognose gesenkt von 3,9 auf 3,7%, man höre und staune. Das ist aber immer noch das größte Wachstum, eines der größten Wachstumsraten in den zurückliegenden 7 Jahren. Also nur einmal gab es ein besseres Wachstum letztes Jahr und ansonsten ist es immer noch top sozusagen. Also wir sind auf einem Top-Niveau und bremsen von diesem Top-Niveau jetzt ein bisschen ab, nur um vielleicht dann wieder neue Gipfel zu erklimmen. Und die Bewertungen der Aktien, die sind eben auch in keinster Weise übertrieben. Aber auch nicht billig. Auch nicht billig, aber sie sind ungefähr auf historischen Niveaus, wo sie immer waren. Auch an den US-Märkten, weil da gab es ein deutliches Gewinnwachstum und deswegen haben sich, obwohl die Kurse rasant gestiegen sind in den letzten 2 Jahren, die Bewertungen bei KGVs eben nicht wesentlich verteuert. So, und das sind die 3 Argumente zu deinen Argumenten, aber mein Hauptargument ist eigentlich die Psychologie des Marktes, weil die ist letztendlich immer ausschlaggebend dafür, sozusagen, ob dann eine Stimmung tatsächlich kippt und ob das, die Frage ist ja, die jetzt überall gestellt wird, ist das jetzt einfach eine Korrektur oder wird so daraus klassisch Oktober. Eine, ja, genau, einfach nur so. Oder ist so ein Korrektur. Bärenmarkt, oder der Beginn wird daraus des Bärenmarktes. Der Beginn des Bärenmarktes. Genau. Ein Crash, ein Bärenmarkt. Muss eben mit kein einem Crash Rückschlag. Sein, kann auch langsam runtergehen. Kann auch langsam runtergehen, aber am Bärenmarkt, wo es dann mindestens 20% Minus gibt und wo es dann vielleicht auch jahrelang dann runtergeht. Das ist ja die große Frage, weil der bedenkenlose Aufschwung, also ich meine, okay, solange es nach oben geht, kann ich auch ein paar Bedenken haben, da bin ich als Optimist dann schon gut aufgestellt in diesen Zeiten. Also das ist eine Definition, die gibt es auch wirklich nirgends aber in der Literatur. Weißt du, was mich stutzig macht? Ja? Das eine ich sage aber dann noch was zum Sentiment. Das darfst du gleich allein. Was mich stutzig macht, man sieht ja auf der einen Seite diese Aktienrückkäufe in Amerika und auf der anderen Seite sieht man immer die Manager, die ihre eigenen Aktien, die sie ja immer als Teil der Vergütung bekommen, verkaufen. Und die Insider-Verkäufe, also die Verkäufe von den Top-Managern, sind auf einen Rekord gestiegen, nämlich im August von 10,3 Milliarden. Und jetzt haben wir diese komische Situation, auf der einen Seite die Manager mit dem Geld der Aktionäre Aktien zurückkaufen, aber ihre eigenen Aktien einfach verkaufen. Und da sieht man schon, dass sie dem Aufschwung selbst nicht mehr trauen, diese Insider. Und wer hat ein besseres Bild, bitteschön, als die Insider? Und wenn die jetzt verkaufen in Rekordzahlen, würde ich schon sagen, da kannst du mit deinem Sentiment jetzt kommen, okay, wie du willst. Es ist aber ein Indikator, der eigentlich immer recht gut voraussagt. Ist ein ganz guter Indikator, aber man muss immer sagen, dass Manager natürlich immer Teile der Vergütung in Aktien bezahlt bekommen, deswegen immer wieder Aktien auch verkaufen müssen. Ja, aber wenn sie glauben würden, dass es jetzt ein Dip ist, dann würdest du es nicht verkaufen. Also insofern, oder würdest du zumindest abwarten, würdest du jetzt nicht in der Phase, wo jetzt die
die Kurse gerade ins Wackeln geraten, würdest du nicht verkaufen. Das würdest du nicht tun, wenn du denken würdest, morgen geht wieder hoch. Wenn du natürlich satte Gewinne hast, wie bei Technologieaktien, kannst du ja auch mal ein paar Gewinne mitnehmen an der Stelle. Da ist auch noch keiner dran gestorben. Ja. Gut. Ja, mein Vater hat seine Amazon-Aktien eigentlich ziemlich gut verkauft. Zum richtigen Zeitpunkt, ja. Von dem gut, ich aber willst du noch was zum Sentiment mir jetzt sagen? Aber zum Sentiment wollte ich noch sagen. Da gibt es die gute alte Börsenweisheit. Ich liebe ja Börsenweisheiten. Und die, glaube ich, stammt von Sir John Templeton. Die Hosse wird in der Bäs geboren. Also dann, wenn die Angst wirklich am größten ist. Und das haben wir 2009 erlebt. Damals wurde die Hosse geboren, ja. Also als der DAX bei 2300 stand. Aber dazu brauchen wir noch ein bisschen mehr als eine Woche fallende Kurse. Aber da war wirklich die Angst vor dem totalen Finanzkollaps und von dem totalen Weltwirtschaftsabsturz. Da wurde die Hosse geboren in diesen dunkelsten Stunden dieses Jahrtausends. Aber dunkel ist es noch nicht. Also sie wächst in der Skepsis. Ja. Und das haben wir jetzt eigentlich 10 Jahre lang gesehen. Eben die Wall of Worries. Ja. Sie altert im Optimismus und stirbt in der Euphorie. Gut. Und ich würde noch nicht mal sagen, dass wir momentan in einer Optimistik, vielleicht in Amerika, da ist es optimistisch. Ja. Aber in Europa auf keinen Fall und in anderen Regionen der Welt nicht. Und wir sind auf keinen Fall in einer euphorischen Stimmung. Euphorie, das war im Jahr 2000, wo jeder überall in jeder Umkleidekabine Aktien kaufen wollte und jede Maskenbildnerin gefragt hat, welche Aktien muss ich jetzt kaufen und wirklich alle nur von Aktien gesprochen haben. Und alle Wetterfrauen Sparpläne abgeschlossen haben. Weil sie eine individuelle sozusagen Gehirnwäsche erfahren hat vom Wirtschaftskollegen, der ihr gegenüber sitzt. Ja? Also ich bin ja missionarisch unterwegs in diesem Sender und versuche immer wieder Leute vor der Altersarmut zu bewahren, ja, und da habe ich wirklich einen missionarischen Auftrag und bin manchmal etwas penetrant. Aber ich sage den Menschen jetzt gleich dazu. Aber ich sage dir nochmal eins zum Sentiment. Ich sage, und wie gesagt, wir sind weit davon entfernt, sondern wir sind eher in einer skeptischen Phase. Da gibt es ja gute Indizes, die das messen, auch wie die Stimmung so unter Investoren ist. Ratio. Zum Beispiel und viele andere. Und da gibt es CNN, die schmeißen das alles zusammen, diese verschiedenen Messlatten, werden auch Börsenbriefe ausgewertet und so weiter und so fort. Da gibt es dann, die haben den Fear and Greed Index daraus gemacht. Den Angst- und Gier-Index. Und bei Werten von 100 ist das maximale Gier erreicht und bei 0 sozusagen maximale Angst. Wir sind in der Mitte, oder? Und Werte von unter 25 ist schon sehr, sehr ängstlich. Und vor einem Monat, da lag die Gier noch bei 59. Und dann ist sie jetzt, anfangs dieser Woche, war sie bei sage und schreibe 11. Und das ist sehr, sehr ängstlich. Letzte Woche am Ausverkaufstag, am Donnerstag, da war sie auf 5 gefallen. Also du siehst, wie hoch die Angst ist. Ich hatte vor ein paar Wochen siehst ja auch nur, schon... Ich glaube, du siehst nur, dass der Index sehr volatil ist. Der schwankt stark. Das ist das Einzige, was ich sehe. Gefühle 59 auf 5 und dann wieder morgen vielleicht bei 100. Und also ich meine, der Angst Index jetzt dazu gut ist, groß. Zu sagen, gut, okay, wir sollten wetten. Wir sollten wetten. Also ich würde ja sagen, ich glaube nicht, dass wir die alten Höchststände wiedersehen dieses Jahr. Ja, das ist jetzt keine Wette für einen. Doch? Nein. Da wettest du ja wieder, dass wir jetzt, wie viel ist das 5%? Noch? 5%? Wir müssen ungefähr 7% hochgehen. 27, jetzt sind wir bei 25. Das sind wir müssen ungefähr 7% hochgehen, er ist 5 runter. Hallo. Was ist denn das für ein... Nein, du wettest jetzt mal gefälligst, dass wir hier einen kräftigen Crash bekommen. So, der Kaiser hat keine Kleider, ja? Also, Crash. Ich lasse mich jetzt nicht wieder zu so einer Wette über den Tisch ziehen. Dau 30.000, ja? Der Döffner. Ja, genau, ja. Erzählte mir was für ein Crash und dann sagte er mir, ich kann jetzt bis zum Jahresende noch 7% verdienen. Was ist denn das für ein Crash-Prophet, okay. Dann sagen wir einfach, die Kurse werden am Jahresende tiefer sein als heute. Genau. So. Und dann machen wir jetzt mal den US-Markt. Ja? Den US-Markt, klar. Ja. Wir haben ja schon der DAX ist ja schon so weit unten. Den DAX haben wir, vor allem, ich habe ja schon mehrere Wetten laufen, die natürlich verloren gehen, weil die zu optimistisch waren. Nicht unbedingt. Wenn du jetzt sagst, stimmt, die gehen natürlich nicht verloren. Aber sag mal, die 15.000 werde ich nicht mehr erreichen. Echt nicht? 14.000 könnte noch zu schaffen sein. Ich glaube immer noch an die Jahresendrallye. Und Mitte aber November ich will jetzt hier meine neue Höchststände haben wir noch. Haben wir auch das, noch eine Wette. Das ginge auch noch, ja. Das wäre auch noch zu machen. Okay, haben wir also aber jetzt haben wir mal die Crash-Wette vom Kollegen Czapitz und du sagst also... Crash-Wette, wir haben einfach nur... Es geht nicht mehr so nach oben. Bayer und Dips, das ist halt nicht mehr da. Okay. Ich bin kein Crash-Prophet. Ich bin der Realist oder der Pessimist, wie auch immer. Also aber kein Crash-Prophet. Das will also du sagst, es geht nach unten bis zum Jahresende. Ja. Tiefer stehen. Ich würde sagen 25.000 beim Dow, ja? Das ist eine gute Marke. Wir wissen nicht, wo wir jetzt stehen. Müssen wir gucken. Tiefer als heute.
Ich weiß. Heute, ja. Ich gucke drauf. Paar zerquetschte. Ja, okay. Gut. Also gut. Tiefer als heute beim Dow Jones. So. 25 und paar zerquetschte. So. Kommen wir zu deinem Thema. Mein Thema ja um tiefer passt geht. Auch in diese Zeit, wo jetzt viele Angst kriegen und wo viele fragen, oh, was soll ich tun? Soll ich schnell verkaufen? Soll ich mein Depot absichern? Was muss ich tun? Und da wird immer so als Allheilmittel von vielen propagiert, ja, lieber Anleger, du musst sozusagen nur deine Verluste begrenzen und deine Gewinne laufen lassen. Das klingt ja in der Theorie immer ganz wunderbar. Cooler Börsentipp. Ja. Aber es ist in der Praxis verdammt schwer umsetzbar. Und zum Beispiel wird als ein Mittel, um das zu tun, propagiert der sogenannte Stop-Loss-Kurs. Ja, ganz, ich erkläre mal kurz, wie der funktioniert. Also man hat meinetwegen eine Aktie A, die kostet gerade 100 Euro und man kauft die für 100 Euro und dann sagt man, ich will aber nicht mehr als 20% oder 20% Verlust machen mit der Aktie und dann setze ich einen Stop-Loss-Kurs und dann wird die Aktie automatisch bei 80 Euro verkauft, wenn sie unter die Schwelle von 80 Euro rutscht. Kann aber auch tiefer sein, weil dann wird sie beim nächsten Kurs verkauft und wenn sozusagen Kurse ins Bodenlose fallen, kann es auch erst bei 70 Euro oder wo auch immer sein. So, das soweit ganz grob zur Funktionsweise eines Stop-Loss-Kurses. Den kann man dann bei seinem Broker einstellen und dann zack, fliegt die Aktie dann bei Erreichen dieser Marke automatisch aus dem Depot. Okay, dann kann man sagen, ich habe jetzt nicht mehr als 20% Verlust gemacht, aber ich habe eben auch 20% Verlust realisiert. Und deswegen sind meiner Meinung nach Stop-Loss-Kurse keine Verlust-Stop-Kurse, sondern sie sind Verlust-Realisierungskurse. Weil Verluste, die nicht realisiert werden und nur zwischenzeitlich sozusagen erscheinen. Sind nur Buchverluste. Ja. Solange Verluste nicht realisiert werden, sind es nur Buchverluste. Und ich sage ja immer, man sollte Aktien, die man mit Warren Buffett nicht gewillt ist, 10 Jahre zu halten, auch keine 10 Minuten besitzen. Und man sollte einfach langfristig in der Aktienanlage denken und sich nicht durch so kurzfristige Herbststürme wie in der letzten Woche dann irre machen lassen und dann Angst bekommen, sondern da tapfer sein und einfach an seinen Investments, ob es ETFs oder Einzelaktien sind, festhalten. Natürlich muss man bei Einzelaktien öfters mal überprüfen, ob die fundamentale Story noch intakt ist. Das ist was anderes. So ein Depot voller Leichen. Genau, das ist was anderes. Ja. Aber nicht automatisch verkaufen, nur weil gerade es mal an den Börsen stürmt. Weil dann ist die Gefahr einfach sehr, sehr hoch, dass man zu niedrigen Kursen ausgestoppt wird und dass man die anschließende Erholungsrallye, die jetzt vielleicht auch wieder kommt, bis zum Jahresende verpasst und man eigentlich automatisch ausgestoppt wurde. Zumal in diesen Zeiten die Börsen ja immer volatiler, schwankungsanfälliger werden, weil immer mehr automatisch gehandelt wird von Algo-Tradern, Algorithmen, die dann einfach nur noch bestimmen und sobald die Kurse nach unten fallen, dann gibt es immer die Computerprogramme, die aufspringen und dann noch mehr auffallende Kurse setzen und das sind dann selbstverstärkende Trends, da kann man einfach sozusagen nur noch vorsichtig sein und wie gesagt, dann geht es kräftig nach unten. Das beste Beispiel dafür war der Flash-Crash an der Wall Street im Jahr 2010. 6. Mai 2010, da hat der Dow Jones binnen Minuten in einem Handelstag über 9%, fast 10% verloren. Da ging es wirklich rasant. Ich habe das damals im Fernsehen bei CNBC mit mir angeschaut und da hast du wirklich Angst gekriegt, weil du siehst da zack, wie es ins Bodenlose fällt, ja, und denkst, löst sich das jetzt alles in Luft aus? Hat der Kaiser tatsächlich keine Kleider an, ja? Also natürlich kriegt man es da mit der Angst zu tun, so. Aber was ist dann passiert? Bis zum Handelsende hat sich dann sozusagen der Dow Jones wieder gefangen und hat dann nur mit leichten Verlusten geschlossen. Einzelne Aktien, also einzelne Dow Jones Aktien wie Procter & Gamble, die haben damals fast 30% verloren. Und wenn du da zum Beispiel einen Stop-Loss-Kurs gesetzt hast auf 25% Minus, dann hast du deine Aktie mit 27% Verlust verkauft und am Ende des Tages war sie wieder bei plus minus null gestanden und dann hast du dich gefragt, warum hast du eigentlich deine Aktie mit 25% Verlust verkauft und dann, wenn die Börse dann wieder steigt, dann kommst du nicht mehr rein und dann kannst du nur wieder zu höheren Kursen einsteigen, hast deine 25% Verlust realisiert, die kriegst du nie wieder und wenn du es ein paar Mal machst, dann realisierst du immer nochmal 10% Verlust und dann hast du richtig aufgelaufene Verluste. Anstattdessen einfach gute Aktien kaufen und die liegen lassen. Und wenn man es nicht aushalten kann, die Kostolan-Devise beherzigen, Aktien kaufen und Schlaftabletten. Und dann werden sie nach 10 Jahren aufwachen und merken, dass sie reich sind. Das ist schön. Schön formuliert, ja. Lieber Defner. Auch ein schönes Beispiel gebracht.
Aber diese Flash Crashs sind sehr selten, muss man dazu sagen. Das ist das eine, was man sagen muss. Das zweite ist, wenn man mit allen Aktien, also seinem ganzen Depot nach dieser Strategie macht, sind ja nur Buchverluste und die meisten Leute haben ja diese Verlustaversion und wollen ja nie was verkaufen, wenn sie im Minus sind. Und wenn sie dann aber diese Strategie sagen, ach, wird schon wieder steigen, was ganz viele machen, hast du am Ende wirklich so ein Depot von Losern im Zweifelsfalle. Dann hast du irgendwann deine guten Aktien nur verkauft, aber deine schlechten hast du alle noch Depot. Also insofern würde ich diese Strategie, dass du die alle liegen lässt, würde ich nicht so gut finden. Und das zweite Problem, du gehst es von dir aus, wo du sagst, ich kann auch mal Verluste ertragen, aber die meisten Menschen da draußen würde ich vermuten, dass die nicht so eine Verlusttoleranz haben. Die sagen sich, ah, ich habe ein Verlustbudget vielleicht von 20% oder so. Und den Leuten müsstest du dann ja sagen, ja komm, komm klar damit oder geh nicht an die Börse. Und all die Leute, die eben diese Verlusttoleranz nicht haben, die konnten an der Börse nicht mitmachen. Und deswegen kann durchaus es sinnvoll sein, so eine gewisse Risikoabsicherung zu machen. Und man kann ja auch beispielsweise sagen, wenn ich 20% Verlusttoleranz habe, kann ich ja auch die Diversifikation das hinbekommen. Ich kann 50% meines Depots nehmen und kann es aufs Tagesgeldkonto mit minimaler Verzinsung legen oder sogar auf Floater, das sind so flexible verzinste Papiere. Und dann kann ich die restlichen 50% am Aktienmarkt haben und dann kann ich da 40% ertragen. Und so ist es viel cleverer. Aber ich will auf keinen Fall den Leuten sagen, ey Leute, lasst es einfach alles liegen und egal, was ihr für eine Verlusttoleranz habt, ey, es wird schon wieder nach oben gehen, langfristig geht alles nach oben. Und das ist nicht die Strategie, die den meisten Leuten irgendwie zusagt. Und die meisten Leute sind anders, die können dann nicht gut schlafen oder die haben Probleme damit. Und deswegen würde ich sagen, macht eine clevere Absicherungsstrategie als die, also mit so einem Stop-Loss. Man kann das cleverer machen, man kann beispielsweise durch Diversifikation, also Aufteilung auf verschiedene Anlageklassen, man kann auch beispielsweise über einen Sparplan, wenn man gestaffelt einsteigt, hat man ja auch, wir haben es ja vorhin gesagt, das Benzinbeispiel, was du gebracht hast, das ist auch ein cleveres Ding. Oder man kann irgendwie versuchen mit vielleicht Reverse-ETFs, gibt auch ETFs, die auf fallende Kurse spekulieren, kann man noch sich dazu packen, wo man vielleicht so eine Art Versicherung mal für eine Zeit lang sich dazu kauft. Put-Optionsscheine wäre ein bisschen auch eine Möglichkeit. Put-Optionsscheine wäre ein bisschen cleverer ist. Aber ich würde sagen, ganz ohne Absicherung für Leute, die Risikotoleranz nicht haben, das kann aber ich nicht empfehlen. Aber du gibst mir ja quasi recht, dass der Stop-Loss-Kurs also kein unbedingt probates Mittel ist. Der Stop-Loss ist ein Zeiten schwieriges Mittel. Genau. Kurse, also, ne? Es ist schwierig, das so zu machen. Verbuche ich jetzt mal als Punktgewinn hier. Ja. Wenn jemand sagt, ich kann nur 20% ertragen, dann muss er, und die wirklich hart hat, so eine Grenze, dann muss er in irgendeiner Weise, an irgendeiner Seite die Reißleine ziehen. Insofern würde ich jetzt nicht da ganz. Da muss man aber wirklich bei Einzelaktien vorsichtig sein. Ich würde sowieso Einzelaktien nicht investieren. Ich bin ja sowieso der Anhänger von lieber größeren Sachen, weil ich kann nicht wetten. Und es macht natürlich einen Unterschied, ob du einen ETF hast, das 20% genau verliert. Das ist ja dann wirklich, da ist es ein richtiger also beim Crash, MSCI wenn der gesamte Weltindex 20% verliert. Da gab es das nicht, diese Flash-Crash. Das ist klar. Da kann man dann auch bei 20% so sagen, mache ich eine Verlustbegrenzung. Aber da würde ich es auch, da ist dann wieder die Gefahr, dass man mitten im Bärenmarkt verkauft und dann wieder den anschließenden Aufschwung verpasst. Und das, was die Fondsmanager, du hast ja über die aktiven Fondsmanager gemeckert, die es nicht schaffen, den Index zu kaufen, zu schlagen, weil sie natürlich immer wieder auch diese Verluststrategien ja auch anwenden. Aber wenn man diese Ruhe dafür hat, du dafür die Ruhe hast und sagst, ich habe mein Geld jetzt in Sicherheit gebracht, es gibt einen Kollegen bei uns, der hat jetzt all seinen ganzen Kram verkauft, nachdem es 10% runtergeht. Der hat diese Risikotoleranz 10% verkauft. Der fühlt sich zufrieden. Und wenn der fühlt sich jetzt zufrieden, aber im nächsten Jahr, wenn es dann wieder nach oben geht, ich wette mit dir, dann kommt genau wie jetzt die Angst auf 11%. Was zu verpassen? Nein, das tut er nicht. Nein, das kommt Leute, immer wieder. Anders. Aber das kommt wieder. Bei den meisten Leuten ist das so, dass man dann eben die Angst hat, es wieder zu verpassen und dann steigst du wieder 10% höher ein. Hast mit 10% Minus verkauft Leute, und steigst wieder 10%, 20%. Wenn Leute damit glücklich wenn die sind, du bist immer dieser Homo Ökonomicus. Die meisten Leute sind keine reinen Homo Ökonomikus. Aber dann bin ich dafür, dann soll man einen Sparplan machen. Aber wie gesagt, einen Sparplan laufen lassen, diversifizieren, absolut alles richtig, was du gesagt hast, Risikostreuung durch Diversifikation, aber nicht dann beim Aktienanteil dann Stop-Loss-Kurse setzen, weil dann liegen wir uns in den Armen hier zum Nein, Schluss. Nein, aber wenn man Stop-Loss-Kurse setzt, dann versaut man sich wirklich die langfristige gute Rendite. Und die Aktienrenditen von DAX und Indizes über lange Jahre von 8-10, 11%, die werden eben nur geschafft, weil der DAX nicht im Niedrigsten verkauft wurde, sondern weil man solche Zeiten aussitzt und weil man im Zweifel dann mit Sparplänen sogar noch zukauft und da nochmal seinen Durchschnittskurs. Wunderbar, also im Prinzip, schönes Schlusswort. Okay, haben wir das aber, glaube ich,
glaube ich, ganz gut diskutiert. Eine Wette haben wir da nicht drauf, oder? Ja, da können wir jetzt keine Wette machen, weil es ist, wir haben ja eh schon unsere Marktwerte laufen. Ja. Und jetzt geht es ja zum Jahresende hin, werden die Wetten ja immer kürzer und deswegen wird es ja immer spekulativer. Das ist ja mehr so ein Erklärthema, das ist schwierig. Übrigens, meine Söhne machen jetzt auch mal Wetten mit mir. Die haben das abgeguckt hier vom Podcast. Echt? Hören die auch den Podcast? Wetten wir mal dies oder wetten wir mal das? Nee, die kriegen das halt mit, dass wir immer wetten. Ich sage, jetzt bin ich bei der Wette im Minus, mit dem Defner, mit der Wette. Kannst du nicht mehr sagen, dass Wetten schlecht sind, oder was? Genau, jetzt sind sie auch so ein bisschen Wett. Du magst deine Söhne zu zockern, ja. Defner und Chaffetz, Joker. Ja. Wunderbar. So, okay. Jetzt würde ich sagen, genug gewettet, genug diskutiert und wir empfehlen noch unsere diversen Plattformen, wo Sie uns schreiben können, zum Beispiel per E-Mail. Der Kollege beantwortet fleißig. Ja, einmal die Woche mache ich das, machen wir auch nicht. Auch bei unseren sozialen Medien-Accounts, wie gesagt, die Wette läuft. Instagram-Account Defner gegen Chapitz. Ja. Genau, Dietmar.defner und mein Account ist Schuldensöhne. Ja. Ja. Also es gibt auf jeden Fall, ich verspreche, weitere bunte Bilder von mir. Und wir sind bei iTunes und allen anderen Plattformen. Da kann man uns freuen, wenn wir da 5 Sterne bekommen und da kann man auch was schreiben. Welt.de/Duz. D-U-Z. Genau, das ist unser direkter Link sozusagen, wo Sie alles vom Podcast bekommen und wo es auch zu den einzelnen Folgen jeweils Foren gibt, wo man diskutieren kann. Wir gucken da immer überall rein und schreiben ab und zu mal was dazu, aber wir können nicht immer alles beantworten. Genau. Gut. Ja, schön, dass Sie mit dabei waren. Bleiben Sie uns treu. Wir bleiben Bulle und Bär, Defner und Chapitz. Der Weltwirtschaftspodcast wurde Ihnen präsentiert von HRS, das Hotelportal für Geschäftsreisende. Mit HRS finden Sie neben dem richtigen Businesshotel auch die passenden Services. Zusätzlich buchen Sie als angemeldeter MyHRS-Kunde Hotels bis zu 30% günstiger mit dem Business-Tarif, sammeln bei jeder Übernachtung Meilen oder Punkte und können von weiteren Services profitieren.